Wer kann es glauben, dass das einfach nur Wolken sind? Gestreifte Wolken. Und dann haben wir ganz plötzlich mittendrin so aus wie so Klecks. Jo. Und dann haben wir solche komischen weißen Schlieren, so ein bisschen gewellt. Ja, das ist alles Natur pur. Die sind wahnsinnig. Die sind verrückt, die das machen. Meine Güte, Piloten. Hey, ihr habt doch einen eigenen Kopf. Ihr müsst diese Dinger nicht fliegen. Es ist ehrenvoller, von Hartz IV zu leben, als diesen Scheiß mitzumachen. Und auch die Polizei. Ihr müsst nicht für die Herrschenden den Sklaven spielen oder den Diener. Wenn ihr das alles nicht mitmachen würdet, dann könnten sie das nicht machen. Wisst ihr, dass ihr diese Scheiß von den Steuern finanziert werden? Tja, ihr bezahlt für eure eigene Vergiftung durch eure Steuern. Ist das nicht klasse? 2011, Todesursache in Deutschland zu 25% Krebs. Könnt ihr nicht eventuell an Barium, Aluminium, naja, unter anderem auch Silber, Iodid, Wolken liegen? Nö, das sind doch ganz natürliche Wolken. Als Kind waren wir bloß zu blöd zu denken, dass Wolken so immer rund sein müssen und nicht so gestreift. Also das hier könnte man ja wieder bedenken, dass da wahrscheinlich sogar wieder gehabt wurde. Oh, haue. Na, in welchem Land gab es denn heute Erdbeben, frage ich mich dann. Und naja, damit wir ein paar Häuser nicht ganz erkennen. Und hier, das sind auch alles natürliche Wolken.